Sissi war bekannt als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit. In diesem Video zeige ich dir 6 ungewöhnliche Sissi-Sehenswürdigkeiten und verrate dir, was die Kühe im Wiener Zoo, dieses seltsame Gerät und dieses unscheinbare Café in Wien mit der legendären Schönheit der Kaiserin Elisabeth zu tun haben. Hi, ich bin Grete. Ich bin Fremdführerin in Wien und ich mache Videos für Wien-Besucher und Entdecker. Fangen wir mit Sissis Ernährung an. Sissi kontrollierte ihre Diät genau und griff zu ungewöhnlichen Methoden. Ein wichtiger Teil ihrer Ernährung war frische Milch. Das ging sogar so weit, dass sie auf ihren Reisen ihre eigenen Ziegen und Schafe mitführen ließ. Wenn sie auf Reisen besonders schmackhafte Milch trank, ließ sie die Tiere kurzerhand kaufen und nach Wien schicken. Sie wurden dann im Tiroler Garten im Schlosspark Schönbrunn untergebracht. Die Herde wuchs auf insgesamt 26 Rinder und die Kaiserin gab ihrem Personal genaueste Instruktionen, von welchem Tier sie die Milch frisch gemolken serviert bekommen wollte. Den Tiroler Garten gibt es heute noch im Tiergarten Schönbrunn und er kann besucht werden. Heute ist er Heimat für bedrohte Haustierarten. Eine weitere ungewöhnliche Diätmaßnahme von Kaiserin Elisabeth war der, nun ja, nennen wir es Genuss von Fleischsaft. Sissi ließ dafür diese Presse aus Frankreich kommen. Dort wurde sie eigentlich zum Auspressen von Entenkarkassen genutzt, um eine kräftige Sauce herzustellen. Elisabeth hingegen ließ Rind- oder Kalbfleisch auspressen und trank diesen Saft oft roh. Dieses ungewöhnliche Gerät könnte übrigens in der kaiserlichen Silberkammer in der Hofburg in Wien bewundern. Und bleiben wir gleich bei Sissis Diät? Bei aller Disziplin, hin und wieder gönnte sich Elisabeth auch Naschereien. Ich bin jetzt vom Hofzuckerbäcker Demel und hol mir gleich die kandierten Veilchen, die sich übrigens auch schon Sissi hat schmecken lassen. Vom Hofzuckerbäcker Demel naschte sie das Veilchen Sorbet und kandierte Veilchen. Diese könnt ihr bis heute dort kaufen. Wie sie aussehen und schmecken, habe ich in einem eigenen Video ausprobiert. Ich verlinke es euch hier und in der Videobeschreibung. Übrigens, wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren, um keinen Insider-Tipp zu Wien zu verpassen. Elisabeth war auch eine sehr sportliche Frau. Wann immer es möglich war, ging sie dem Reitsport nach und trainierte in ihrer eigenen Reithalle. Wo sie das in Wien besonders gern gemacht hat, erfahrt ihr übrigens in meinem Sissi-Gratis-Video. Da besuchen wir Orte in Wien, wo ihr völlig kostenlos auf Elisabeths Spuren wandeln könnt. Ich verlinke euch das gleich hier und auch in der Videobeschreibung. Außerdem richtete sich Elisabeth in ihren Schlössern eigene Gymnastikräume ein. In den Kaiser-Apartments in der Hofburg in Wien sind ihre Turngeräte wie Sprossenwand und Ringe bis heute zu sehen. Übrigens, wenn ihr ein Ticket für die Kaiser-Apartments kauft, könnt ihr damit auch in die Silberkammer. Dort steht die vorher genannte Fleischpresse. Und ihr könnt damit auch in das Sissi-Museum. Dort seht ihr Repliken ihrer schönsten Kleider und seht auch, wie unglaublich schlank ihre Taille war. Bei einer Größe von 1,72 Meter und einem Gewicht von 50 Kilo betrug ihr Taillenumfang lediglich um die 50 cm. Das wissen wir deshalb so genau, weil Elisabeth sich täglich wiegen und messen ließ und ihre Maße genauestens dokumentierte. Wenn du das Video interessant findest, freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben dalässt. Alle im Video genannten Orte habe ich auf einer Google-Karte für dich markiert. Geh einfach auf meine Website www.gretewalz.com, um sie dir anzusehen. Den direkten Link gebe ich dir in die Videobeschreibung. Natürlich hatte Kaiserin Elisabeth auch eine ausgetüftelte Schönheitsroutine für ihre Haut und ihre langen, dichten Haare. Ihre Kosmetikprodukte habe ich schon selbst gemacht und ausprobiert. Ich verlinke das Video hier und auch in der Videobeschreibung. Zuständig für Cremen, Salben und Tinkturen aller Art war zu Sissis Zeit die Hofapotheke. Die war im Hofburgkomplex unweit der Stallungen der Lipizzaner untergebracht. Das ist nur ein paar Minuten zu Fuß vom Sissi-Museum entfernt. Die Apotheke war auch nach dem Ende der Monarchie bis 1991 in Betrieb. Dann natürlich nicht als Hofapotheke, sondern als reguläre Apotheke. Ihr könnt der alten Hofapotheke auch einen Besuch abstatten. Heute ist ein Kaffeehaus darin untergebracht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!